schön, dass so viele da sind, die sich für den Kompetenzkatalog Wissensmanagement interessieren. Vielleicht ganz kurz, wie ist der entstanden? Entstanden ist er aus einer langen Idee in der GFWM heraus, Bildungsangebote zum Wissensmanagement zu zertifizieren. Also wir haben einfach festgestellt, auch weil wir selber solche Bildungsangebote anbieten, so nach dem Motto, da guckt eigentlich keiner, was wir da anbieten. Ja, wir können unter diesem Label Wissensmanagement, also wir sind beide auch an Hochschulen, selbst an Hochschulen im Prinzip machen, was wir wollen. Da entstand die Idee, vielleicht wäre ja die GFWM eine gute Stelle, solche Bildungsangebote zu zertifizieren. Da haben wir gesagt, naja, aber dann müssen wir ja erstmal sagen, was ist denn das Kompetenzprofil eines Wissensmanagers? Also wohin soll denn so eine Ausbildung führen? Dann haben wir das versucht in einer Fachgruppe der GFWM und man muss es, glaube ich, schon so sagen, wir sind relativ eigentlich damit gescheitert. Warum? Naja, es gibt halt diesen Wissensmanager nicht. Also um ein Kompetenzprofil für eine Rolle zu entwickeln, muss ja diese Rolle mal gescheit beschrieben sein. Und wir haben dann rumgefragt, wir haben den Benjamin gefragt von ThyssenKrupp Steel, wir haben den Gerhard gefragt bei Festo. Also Menschen, die wirklich offiziell eigentlich diese Rolle Wissensmanager haben und die haben uns völlig unterschiedliche Dinge erzählt, was sie eigentlich tun. Und dann haben Angelika und ich gesagt, okay, dann machen wir es anders. Wir entwickeln einen Kompetenzkatalog Wissensmanagement für ganz unterschiedliche Rollen, Rollenausprägungen in diesem weiten Feld Wissensmanagement. Also das kann natürlich der oder die Wissensmanagerin sein, das kann aber auch ein Expert-Debriefer sein, ein Community-Facilitator, ein Wiki-Gärtner, ein Redakteur, ein Learning-Designer, was auch immer. Also die Idee dieses Kataloges ist, wir haben dort Kompetenzen definiert auf 4 Stufen und das erklärt die Angelika gleich. Also wir haben Kompetenzen definiert und die Idee ist, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt in meinem Unternehmen Expert-Debriefer, dass ich in dem Kompetenzkatalog schaue, ja, die Kompetenz, die brauche ich für die Rolle und jene und zwar in Ausprägungsstufe 1 bis 4. Und da übergebe ich jetzt mal an die Angelika. Danke, danke Gabriele. Also ganz wichtig ist eben, man braucht also schon eine definierte Rolle. Das heißt, was sind die Aufgaben des jeweiligen, der Wissensmanagement-Rolle? Und dann fragt man sich zu dieser Aufgabe, was brauche ich, damit ich diese Aufgabe in der geforderten Qualität ausführen kann? Das ist die Grundidee. Und dann kann man den Katalog anschauen und sagen, okay, ja, wenn ich jetzt so ein Expert-Debriefer, wenn ich das vielleicht als Beispiel also nehmen darf, war ja lange Jahre Expert-Debriefer im Prinzip, dann kann ich mir schauen, okay, was muss ich denn als Expert-Debriefer können? Ich muss also mal auf alle Fälle, ist meine Aufgabe, dass ich Wissensgeber und Wissensnehmer einen Rahmen schaffe, damit die also wirklich also ihr Wissen austauschen. Und wenn ich jetzt auf den Kompetenzkatalog schaue, dann bin ich natürlich durchaus also auch bei dem Thema der personalen Kompetenzen. Das heißt also, ich brauche irgendwie so dieses Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein, weil ich muss ja sicherstellen, dass das Wissen, was der Wissensgeber hergibt, dass das beim Wissensnehmer gut ankommt und dort also auch entsprechend also behandelt also wird. Oder wenn ich denke, ja, Grundlagenwissensmanagement, mir muss natürlich der Begriff des impliziten Wissens klar sein, sonst kann ich kein Wissens Expert-Debriefer sein, das geht einfach gar nicht. Oder was brauche ich noch? Natürlich, also gerade wenn es um das Thema Expert-Debriefing geht, ich brauche diese Kommunikationskompetenz, weil es ist ja eigentlich ein Reden miteinander, ein Sprechen miteinander, das heißt, ich brauche also auf alle Fälle diese Kompetenz und wahrscheinlich auch in gewisser Weise halt diese Veränderungskompetenz, weil ich muss mich also als Expert-Debriefer auf diese Situationen und die sind sehr unterschiedlich, wenn Sie so einen ganzen Prozess sich anschauen. Das heißt, ich muss mich darauf gut einstellen können. Also das wäre so einmal so die grundsätzlichen Dinge, wie das funktioniert. Und jetzt gibt es dazu natürlich 4 Stufen. Und warum 4 Stufen? Die erste Stufe ist also im Wesentlichen mal, dass man sagt, ja, da ist man sozusagen ein Einsteiger, ein Newbie. Das heißt, was ist so grundsätzlich mal, was ich in dieser Kompetenz brauche, damit ich mich dort einmal bewegen kann. Das heißt, dort Grundlagen geschaffen. Wir haben hier zum Beispiel die analytische Fertigkeit. Das heißt also, wenn es um diese kompetenzanalytische Fertigkeit geht, dann brauche ich mal in der Stufe 1 dieses Wesentliche von Unwesentlichen unterscheiden können. Das ist einmal so eine erste
erste Sache, ich muss Systeme strukturieren und klassifizieren können und ich muss den Aufbau und Ablaufstruktur der Organisation, also die Geschäftsprozesse, darlegen können. Und was Sie hier sehen, diese Beschreibungen sind lauter Beschreibungen, die beobachtbar sein müssen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, wenn ich jetzt in einem Assessment Center, das ist ein Assessment Center vorstelle, dann muss ich in der Lage sein, das zu beobachten. Dann kann ich sagen, okay, die Person ist wirklich auf der Stufe 1. Bei der Stufe 2 ist es dann so, man nimmt das und das dazu. Das heißt, es ist immer plus, plus, plus. Das heißt also, ich muss alle, wenn ich also bei der Stufe 4 angelangt bin, muss ich all das vorher, muss ich nachweisen können, dass ich das kann. Das ist so das Thema. Gut. Weil da jetzt so sehr allgemeine Begriffe stehen wie analytische Fertigkeiten, Kommunikationskompetenz. Es ist immer im Kontext Wissensmanagement gemeint. Also es ist kein Kompetenzkatalog, um jetzt einen Change Manager zu beschreiben, sondern es ist immer der Kontext Wissensmanagement. Deshalb ist eben in den Beschreibungen dieser Kompetenzstufen und jede dieser 15 Kompetenzarten ist wirklich hier nochmal ausführlich pro Kompetenzstufe beschrieben, also wir haben da richtig gearbeitet, hier die Wissensprozesse innerhalb der Geschäftsprozesse beschreiben, für das Wissensmanagement relevante Rahmenbedingungen. Also diese analytische Fertigkeit zieht sich auf das Thema Wissensmanagement und ist nicht ganz generell eine analytische Fertigkeit. So zieht sich das eben durch den ganzen Kompetenzkatalog. Ja, das wäre also so im Wesentlichen das Wichtigste. Und ich sage noch eines dazu, also wir haben die Kompetenzen so beschrieben, das heißt, wenn Sie also in einer Kompetenz oder ist der normale, die normale Stufe, die Stufe 2. Das ist auch meine Erfahrung, ich habe mich ja einige Jahre genauso wie Gabriele und wir das bestätigen. Man neigt dazu, wenn man ein Sollprofil definiert, dass man also auf 3 und 4 geht. Nein, 2 ist im Normalfall ausreichend. Erst wenn ich also höhere Kompetenzen brauche, dann gehe ich auf 3 oder gar auf 4. Das heißt also erst dann, wenn ich einen wirklichen Experten, eine Expertin brauche, dann gehe ich erst auf die Stufen 3. Im Normalfall ist 2 ausreichend. Das bitte immer im Kopf behalten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gut. Also wir haben dann natürlich unsere ursprüngliche Aufgabenstellung, dieses Profil für einen Wissensmanager oder eine Wissensmanagerin, das saß natürlich schon irgendwo noch bei uns im Kopf. Und das ist jetzt ein Beispielprofil für einen Wissensmanagement-Professional ohne Führungsverantwortung. Also unser Verständnis dieser Rolle ist, das ist eine Person, die in der Organisation das Thema Wissensmanagement durchaus strategisch entwickelt und implementiert und die auch die Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Wissensmanagement aktiv gestaltet. Also das ist das Verständnis, was wir von dieser Rolle haben, was diesem Kompetenzprofil zugrunde liegt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin aber bei mir im Unternehmen Wissensmanagerin und zu meinen Hauptaufgaben gehört es, unser Social Intranet zu betreuen, ja, dann sieht wahrscheinlich dieses Profil anders aus. Und was man sieht ist, tatsächlich, gerade hat Angelika gesagt, meistens reicht eine 2. Hier sind wir fast überall bei der 3, weil das natürlich jemand ist, wo wir sagen, das ist schon jemand, der ist eigentlich Experte für das Thema Wissensmanagement. Und deshalb fast überall auf der Kompetenzstufe 3. 4 bei Grundlagen Wissensmanagement. Gut, da haben wir gesagt, also wer sich Wissensmanagement Professional nennt, der sollte schon im Prinzip kleine 1x1 beherrschen. Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein haben wir auch sehr hoch angesiedelt, aber zum Beispiel didaktische Kompetenz nur auf 2. Weil wir gesagt haben, es ist eben nicht der Learning Designer, es ist nicht der Schulungsmanager im Unternehmen, sondern es ist jemand, der im Rahmen Wissensmanagement durchaus in der Lage sein muss, dieses Thema zu vermitteln, Trainings zu machen, Schulungen zu machen, Awareness-Veranstaltungen zum Thema Wissensmanagement zu machen, aber eben nicht der Kompetenzmanager des Unternehmens ist, der Personalentwickler, wie auch immer. Wenn das zur Rolle dazugehört, dann haben wir hier wahrscheinlich einen Ausschlag in Richtung 3 oder 4. Also das ist nur ein Beispiel eines ganz bestimmten Bildes, was wir beide im Kopf haben, was diese Rolle eigentlich ausmacht. Ja.
Gut, das wäre also so einmal so einleitend, was wir Ihnen also zeigen wollten. Es ist natürlich, gibt es das auf der GFWM, da gibt es also ein Dokument, wo das alles beschrieben ist. Und es gibt also auch mittlerweile also dazu also auch zumindest zwei YouTube-Videos, wo wir das also auch erklären. Also auch das ist alles, steht alles zur Verfügung. Was gibt es noch? Na, es gibt das als bearbeitbare Excel. Ja. So dass ja, genau. Jeder im Prinzip da seine Kreuzchen machen ja. kann, das brauche ich in Stufe 2 und dann kommt eben dieses wunderbare Diagramm hinten raus, wo man dann sehen kann, okay, das ist, wie wir diese Rolle beschreiben. Ja, das können wir eigentlich jetzt ausprobieren. Ja. Wenn du jetzt an das Excel-Sheet bitte auf. Ja, kann ich vielleicht etwas ergänzen oder als Gedanken jetzt hier reinbringen? Ihr habt darauf Wert gelegt, dass ihr genau eingegrenzt habt, dass diese Person zum Beispiel keine Führungsverantwortung hat. Ich oder auch andere Dinge eben nicht dazu gehören. Ich würde gerne, also oder ich für mich, mache es mir dann einfach und sage, okay, das ist dann auch noch ein anderes Modell. Ich als Person muss ja nicht nur die eine Rolle Business Management Professional haben, sondern ich kann ja auch die Rolle Führungskraft für ein Business Management Team haben oder was auch immer. Und das ist eine andere Rolle, das ist eine Ergänzung für meine Person. Aber das ist nicht abgebildet jetzt unbedingt in die Kernkompetenz des Business Management Professionals. Danke, Uta. Das ist auch ganz eine wichtige Unterscheidung zwischen Funktion und Rolle. Also eine Funktion ist meistens sehr umfassender und in dieser Funktion kann natürlich eine Wissensmanagement-spezifische Rolle dabei sein. Ja, zum Beispiel Community Leader, der ist möglicherweise halt in der Forschung tätig eines Unternehmens. Und das heißt, die Funktion umfasst wesentlich mehr. Ist also nur auf diesen Teil beschränkt. Also wirklich geht beim Thema Wissensmanagement. Hallo, ich habe auch eine Frage. Auf der ersten Folie hattet ihr ja ein paar Rollen aufgeschrieben, so ist wie der Expert Debriefer oder so. Habt ihr das denn noch weiterentwickelt? Also quasi diese einzelnen Rollen irgendwo definiert und dann auch mit den verschiedenen Tätigkeiten, die dazugehören? Weil das wäre ja eigentlich ganz interessant so als Basis. Okay, wir haben also eine Riesensammlung von so Beschreibungen eben von Wissensmanagement-Funktionen oder Rollen oder wie immer du das nennen willst. Und das war die Basis für unseren Kompetenzkatalog. Das heißt, wir haben es umgekehrt gemacht. Ja? Das heißt also, wir haben geschaut, wo gibt es denn überall, wir haben richtig, wie Eichhörnchen haben wir das gesammelt. Und das heißt, wir haben also sehr, sehr viele Beschreibungen, wie solche Jobs ausgeschrieben sind. Also wir haben diese Ausschreibungen, haben wir uns alle angeschaut und haben auf Basis dessen dann den Kompetenzkatalog entwickelt. Das heißt, das, was jetzt an die Aufgabe ist, und da kann ich niemanden davon entbinden, dass ihr einfach eure Aufgaben nehmt und euch dann überlegt dazu, okay, und was brauche ich jetzt tatsächlich für eine Kompetenzen aus diesem Katalog, um die Wissensmanagement-spezifischen Aufgaben gut in der richtigen Qualität erledigen zu können. Okay. Also bei uns zum Beispiel so, dass wir abteilungsübergreifend, es gibt mehrere Leute, die für das Thema Wissensmanagement zuständig sind und wir dann quasi gemeinsam so eine Community of Practice und teilen uns dann auch so die Aufgaben ein bisschen so auf, aber ohne ein wirkliches Vokabular. Also wir sagen dann jetzt nicht, wie wäre es, dass du ab jetzt unser Expert-Debriefer bist, und ich bin jetzt der und der. Und wenn man halt aber dieses Vokabular hätte, wäre das eigentlich so ganz hilfreich. Deswegen dachte ich das. Ja, aber dann habt ihr, aber eigentlich eine gemeinsame Rolle. Ihr habt nicht die gemeinsame Rolle dieser Community, eigentlich Community-Betreuer, Community-Leader. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich schon sehr wohl das aufschreiben, was ihr alles für eine Aufgabe macht. Und dann könnt ihr diesen Katalog verwenden, um das also umdrehen, spezifischer zu werden. Das heißt, ein Sollprofil vielleicht und dann auch euer spezifisches Ist-Profil. Weil es wird es wahrscheinlich abweichen. Ihr werdet wahrscheinlich ein größeres Sollprofil haben, als jeder einzelne von euch das Ist-Profil. Wenn ihr sagt, ihr teilt euch ja das ein bisschen und damit habt ihr natürlich dazu eine Daten. Also in ultra tollen Excel, ne, ist eben auch Soll und Ist drin. Also die Idee kam ja auch. Es ist vielleicht eine gemeinsame Rolle im Soll-Profil und dann sieht man 3, 4 unterschiedliche Ist-Profile, die drauf gemappt sind und der eine hat dort seinen Schwerpunkt und die andere hat an einer anderen Stelle ihren Schwerpunkt. Habt ihr euch bei der Entwicklung dieses Kompetenzmodells an einem bestimmten Kompetenzbegriff aus der Literatur orientiert oder habt ihr den ebenfalls selbst mitentwickelt? Ängstlich. Ich muss allerdings gestehen, ich muss jetzt selber mal. Ich mache mal
den Artikel dazu auf. Heißt immer noch Fachteam-Zertifikat. Also es gibt auch hier, es gibt nicht nur die Excel, es gibt auch eben ein PDF-Dokument. Es gibt auch ein PDF-Dokument, wo so ein bisschen das Konzeptionelle erklärt ist. Und da sind die ganzen Definitionen drin, also der Kompetenz, an dem wir uns orientieren. Und die Angelika hat es ja schon gesagt, dieses Thema der Beobachtbarkeit. Ja, das ist etwas, wo wir uns wirklich, und da ist auch Angelika Gnad, ja immer wieder, Gabriele, wenn wir das so schreiben, ist das nicht beobachtbar? Und ich dachte, oh nein, schon. Also, und dann nochmal neu und nochmal neu. Also das ist der Kompetenzbegriff und insgesamt haben wir uns orientiert, auch mit diesen Kompetenzstufen. Also es sind noch ganz viele andere. Gut, da ist auch nochmal so eine weitere Rolle im Wissensmanagement, aber halt nur mit so einer Kurzbeschreibung, weil ja unsere Hoffnung ist, dass jetzt ihr anfangt, mal diesen Kompetenzkatalog zu benutzen und dann uns auch zu schicken und zu sagen, guck mal, ich bin Datenkurator und das ist mein Profil, sodass wir gleich mit der Zeit bei der GfK so eine Sammlung an solchen Profilen haben. Wo haben wir es denn jetzt? Das ist nochmal der Überblick. Jetzt kommt es gleich. Weil ich kann mir das immer nicht merken. Genau, das European E-Competence Framework 3.0. Ich habe das Dokument auch gerade schon rausgesucht, ist schon im Google Docs verlinkt. Also ich sage aber noch einmal dazu, wir haben uns daran nur orientiert, nämlich im Sinne der Stufenbeschreibungen. Weil wenn man diesen Kompetenzkatalog anschaut, dann muss ich leider sagen, es ist keiner. Es ist nicht eine Aufgabensammlung. Ja. Es ist kein Kompetenzkatalog. Also dieser European E-Competence Framework ist kein Kompetenzkatalog. Aber die Stufen sind wunderbar und deswegen haben wir uns an den Stufen orientiert, weil die sind sauber definiert und dann deswegen haben wir uns da an dem orientiert. Ja, das möchte ich dazu sagen. Gut, weitere Fragen? Sollen wir was ausprobieren? Also wollen wir es probieren, also mit eurer Community? Dass wir das versuchen, also wenn du sagst, was ihr tut, dann kann man mal versuchen, rauszufiltern, welche Kompetenzen passen dazu, in welcher Stufe. Und wir machen das mit dem Excel-Sheet und dann siehst du hinterher dein Profil. Das kann man natürlich gerne machen. Ja, wir können es versuchen. Ja? Also, Warte mal, wir brauchen das Excel-Sheet. Da sieht man es ja, also das ist ja nochmal der Überblick, ne? Weil im Excel, das ist halt Excel, ja. Da sieht man es jetzt nicht so toll. Aber es geht los mit diesen personalen Kompetenzen und als erstes kommt die analytische Fertigkeit, die haben wir auch ja schon ein bisschen angeguckt. Jetzt warten wir mal auf die erste Aufgabe. Was macht sie? Konkret. Mein Name ist Benjamin Nohner, ich arbeite bei der Deutschen Welle, wir sind ein ziemlich großer Laden. Und wir wollen uns halt vor allen Dingen vernetzen, Abteilungs- und sektionsübergreifend, damit wir quasi gemeinsam die Herausforderungen der Digitalisierung meistern können, um das nur so kurz so auf unser Ziel hin auszurichten. Und was wir machen ist, also dadurch, dass wir halt sehr hierarchisch aufgebaut sind und dann unterschiedliche Direktionen haben, die alle auch ihre eigene Suppe trauen, wollen wir uns halt vernetzen und gucken, okay, sind eigentlich so die klassischen Aufgaben, die wir benötigen, um den Wissenstransfer noch besser zu gewährleisten, haben wir das gewährleistet, einmal über unsere Personalabteilung und genau die verschiedenen offiziellen Funktionen, die es gibt, oder benötigen wir nicht darüber hinaus noch mehr. Insofern war so der erste Schritt, dass wir halt die Deutsche Welle analysiert haben und geguckt haben, was gibt es denn eigentlich schon an festen Aufgabenbeschreibungen? Ja, ob das genau die Personalabteilung ist, die Personalentwicklung. Wir haben eine IT-Abteilung, wir haben ein Intranet, wir haben eine Außenfortbildung. Also natürlich ganz viele offizielle Bereiche. Wir haben eine Bibliothek, das haben wir auch gesehen. Also ganz viele Bereiche, die irgendwas mit dem Thema Wissen zu tun haben. Wir haben uns natürlich mit der Theorie auseinandergesetzt. Und man feststellt, okay, eigentlich, worum es ja wirklich geht, ist der implizite Wissenstransfer, weil da wir uns in einer so schnell wandelnden Welt bewegen, können wir das alles gar nicht mehr über Fortbildung und so auffangen, sondern wir müssen eigentlich gucken, wer sind bei uns die Leute, die wirklich
im Kopf haben und die können wir dazu bringen, dass sie ihr Wissen teilen. So, das ist jetzt im Prinzip. Ja. Genau. Insofern analytische Fähigkeiten am Anfang, also geguckt haben. Mhm. So, dann gibt es bei uns einige Leute in diesem, wir sind eigentlich eine Community of Practice, die, das heißt, aber die was gezielt, Sie schon auch ja? herausgehört haben, ja, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Genau, also wir haben auch quasi ein Konzept entwickelt und das auch der Geschäftsleitung vorgestellt, die das abgelegt hat. Insofern mussten wir da auch eine gewisse Überzeugungskompetenz haben. Okay. Das heißt, da selber eigentlich bei der Beratungskompetenz? Dann ja, genau. Ihr habt also eigentlich den Vorstand oder die Geschäftsführung beraten? Genau. Und Organisationskompetenz auch, weil wir überlegt haben, wie können wir das aufbauen. Ja. Okay. Strategisch ja. wahrscheinlich auch. Du sagst, ihr habt ein Konzept entwickelt. Strategische Beratung. Genau. Also ich arbeite auch in der Strategieabteilung und deswegen war das da auch also auch geheim. Strategische Fertigkeit. Ja, auf jeden Fall. Und die Organisationskompetenz? Ja, auch, weil wir überlegt haben, wie können wir das aufziehen bei uns. Du hast auch schon erwähnt, das Thema Grundlagen Business Management. Du hast gesagt, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Genau, mit der Theorie auseinandergesetzt. Das kann ich nicht mitreden. Ja. Du hast auch Business Management Methoden, hast du also auch genannt. Ja, wir haben die auch, natürlich uns damit auseinandergesetzt. Manche fällt mir auch an. Ja. Du hast auch schon erwähnt, die WM-spezifische IT-Kompetenz. Du hast schon einige Tools hast du aufgezählt. Ja, genau. Also, Intranet hast du aufgezählt und du hast mal noch einiges angezählt. Wir haben das halt als einen Punkt identifiziert, der wichtig ist. Und Intranet ist halt nicht gut genug für das, was wir gerne hätten. Genau. Damit setzt ihr da schon etwas hinein. Genau. Und was wir halt auch noch haben bei uns ist, dass einige von uns gezielt Formate anbieten, in denen sich die Mitarbeiter austauschen können. Da ist es dann wirklich nochmal dieses Kompetenz. Ja. Okay. Und natürlich das Thema Wissensorientierung. Ja, natürlich, genau. Wir wollen natürlich, dass unsere Mitarbeiter quasi das Wissen bekommen, das sie benötigen, um gute Arbeit zu machen. Ja. Und das Thema Lernkompetenz habe ich auch herausgehört. Ja, das ist bei uns im Team. Das ist das eigene Lernen, natürlich. Ja, das eigene Lernen, habe ich auch noch ausgehört. Okay. Ich glaube, wir sollten jetzt auf der Basis weitermachen, dann schauen, was brauchen wir also für eine Stufen. Also was ist jetzt so notwendig? Dann kann ich zumindest mal anfangen, ne? Weil klar, jetzt ist doch fast alles, was da vorne steht, steht jetzt auch hier. Die Musik liegt ja jetzt drin zu sagen. Zum Beispiel, wie ausgeprägt muss die IT-Kompetenz sein? Ja, also wollt ihr am Ende euer Intranet quasi selber administrieren? Oder sagt ihr, wir brauchen eine relativ niederschwellige IT-Kompetenz, wir wollen in der Lage sein, in Diskussionen mit den IT-Kollegen, sage ich mal, uns nicht komplett über den Tisch ziehen zu lassen? Ja. Genau, also ich würde sagen, wir brauchen eigentlich kaum IT-Kompetenz, weil wir haben eine Fachabteilung dafür und die soll das umsetzen. Wir sitzen halt mit drin, um die Anforderungen zu spezifizieren. Also insofern ist die nicht so wichtig. Achso. Ich hasse Excel. Obwohl ich relativ stolz darauf bin, dass ich das mit diesen Spinnen, die da kommen, nicht so gut machen. Da kann man alles lesen. Okay. Also das ist jetzt wahrscheinlich, also schauen wir mal, was bei Kommunikation drinnen steht. Genau. Also bei 1 steht wertschätzend ansprechen, sich klar und verständlich ausdrücken, allgemein akzeptierte und ethisch korrekte Verhaltensregeln auch in virtuellen und multikulturellen Umgebungen einhalten, ist die Stufe 1. Stufe 2 ist durch Argumente überzeugen, eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre schaffen, also wenn ihr Wissenstransfer macht, seid ihr sofort dort und den Austausch zwischen verschiedenen Fachdisziplinen unterstützen. Das ist genau das, was ihr tut. Ja, das ist genau das, was wir tun, ja. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Also Stufe 3 ist bewusst Sach von Beziehungsebene trennen und versteckte Botschaften ansprechen. Braucht ihr das schon? Also da geht es schon so eher ins reine Konflikt erkennen und eventuell überprüfen, ob das Gesagte richtig verstanden wurde, das braucht es wahrscheinlich schon, und WM-spezifische Hemmnisse erkennen und adressieren. Naja, also ich würde sagen, die ersten beiden hat man ja in jeder Gruppe, in der man das erarbeitet. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir... Es ist ein Sollprofil, das heißt, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich würde da bei euch da auf die 3 gehen.
Ja. Vor allem wegen des letzten Punktes, WM-spezifisch. Nee, genau, also, das tun wir schon. Zum Beispiel ist ein spezifisches Hemmnis, dass viele Mitarbeiter gar nicht die Zeit bekommen, an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen. Und da versuchen wir zum Beispiel aktiv, dieses Hemmnis anzugehen. Genau, von so setzen. Ja. Also, wir reden momentan vom Sollprofil. Ja. Also, beim Sollprofil würde ich, so wie du das beschreibst, auf alle Fälle auf 3 gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir können ja auch noch mal kurz, damit ihr auch ein bisschen von der Situation ab, natürlich, genau. Die 4 Unklarheiten und Interpretationsspielräume reduzieren, gesellschaftskonforme Verhaltensregeln in virtuellen und multikulturellen Umgebungen auch bei anderen anstoßen und deren Einhaltung einfordern. Das ist schon sehr herausfordernd. Ja. Also ich würde sagen, wahrscheinlich reicht bei euch im Sollprofil die 3. Genau, je nachdem, wo man hin will. IT-Kompetenz, weil sie ist vielleicht noch relativ einfach. WM-spezifische IT-Kompetenz. Schauen wir mal, was steht da drinnen? Gängige WM-spezifische IT-Werkzeuge, also Anwendungen und ihre Einsatzgebiete nennen, das können Sie wahrscheinlich. Ja. Bestehende WM-spezifische Anwendungen, Aufgaben adäquat einsetzen, also das, was ihr kennt, also was ihr das auch einsetzen könnt. Das wäre die Stufe 1. Die Stufe 2 ist, WM-spezifische Anwendungen effizient und fallspezifisch einsetzen, das heißt also wirklich auf den Einzelfall runterbrechen. Und die jeweils passenden digitalen Medien und Devices im Rahmen der vorhandenen IT-Infrastruktur für ihre Aufgabenstellungen nutzen. Ja. Also wahrscheinlich Stufe 2 ist. Also Stufe 2 auf jeden Fall. Ja. Stufe 3 ist dann schon, die passenden digitalen Medien und Devices zur Unterstützung der virtuellen Zusammenarbeit auswählen und anwenden. Das weiß ich nicht. Also das Auswählen ist wahrscheinlich schon eine Frage. Also da ist man schon, braucht man schon relativ viel IT-Kompetenz. Ja. Andere in der Anwendung digitaler Medien und Devices anleiten. Ist möglicherweise gar nicht so drin in eurem Fokus. Das ist gar nicht so unsere Aufgabe. Ja. Die Benutzerfreundlichkeit der WM-spezifischen Anwendungen bewerten und gegebenenfalls Anpassungen anregen, das schon, ja. Also sehe ich schon als unsere Aufgabe, also dass wir halt den Bedarf konkretisieren und dann halt sagen, die Plattform benötigen wir und dann auch zu gucken, okay, wo benötigen wir Anpassungen, das schon. Ja. Aber irgendwo zwischen 2 und 3, also 2 ist aus meiner Sicht. Und das können Sie also diese da geht es ja wirklich um die Bewertung der Anwendungen. Da geht es nicht, dass er nur also die Anforderungen definiert, sondern Bewertung der Anwendung. Da brauchst du dann schon ziemliches IT. Na gut, aber wenn man jetzt ein neues Intranet hat und man hat die Vorstellung, wir möchten das und das damit machen und dann stellt man fest, es läuft eigentlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann ist man ja schon bei der Bewertung und kann dann schon sagen, eigentlich fehlen uns noch die und die Funktionalität. Ja, okay. Ja, also könntest du das so. Ja. Das ist jetzt natürlich ein sehr gutes Beispiel oder auch ein schlechtes Beispiel, wie man es nimmt. Na, also unsere Excel ist natürlich so dumm, die will entweder ein Kreuz bei der 2 oder bei der 3. Ja, vielleicht ist ja Kompetenz im Raum, diese Excel auch vom Excel her so weiterzuentwickeln, dass auch so eine 2,5 machbar ist. Ne? Bei dem Spinndiagramm hinten könnte man natürlich auch das Kreuz so darstellen, dass das irgendwo zwischen Stufe 2 und Stufe 3 ist. Ne? Aber das ist natürlich immer das Problem mit solchen Beschreibungen, ne? Wo ich sage, ja, das passt, aber von den 3 ist jetzt halt da eine dabei, die passt auch, die ist jetzt aber halt da und nicht da. Was mache ich jetzt? Ne? Gehe ich halt doch auf die eine oder die andere Seite oder kann ich mich tatsächlich irgendwo dazwischen platzieren? Aber man könnte also eigentlich habt ihr ja nur die Wahl, dann die höhere Kompetenzstufe zu nehmen, weil ihr habt am Anfang ja gesagt, es ist kumulativ. Und sobald ein Aspekt der höheren Stufe eben die Erwartung ist, habe ich ja keine andere Chance, als zu sagen, gut, die kommt kumulativ auf die 2 drauf, das heißt, es muss zwingend dann die 2 sein. Ja, also ja, wahrscheinlich wird man das so tun und dann sagt man halt, also wenn man dann wirklich ist und sagt, okay, das andere ist für uns nicht relevant, also im Notfall kann man ja sozusagen da auch eine Anpassung machen. Also wir haben zum Beispiel bei uns auch in dieser Gruppe, Entschuldigung, haben wir zum Beispiel auch jemanden, der sehr viel Expertise hat und genau sowas machen wollte. Ja gut, das könnte also man bei den individuellen Ausprägungen dann wieder... Dann kriegt er Ist-Ausprägungen hat er die 3. Also was ich an der Stelle jetzt gerade relativ spannend fand, war, dass ich es schwierig finde zu unterscheiden zwischen Kompetenzen von Personen, die irgendeine Rolle haben, und Dinge, die eben im Unternehmen irgendwie abgebildet sein müssen. Also eine Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Ihr müsst es vielleicht nicht selber können, ihr müsst diese Anwendung nicht bewerten können und die Entscheidung treffen können, aber irgendjemand muss das können. Und das ist sozusagen was mir generell eben schon bei den einzelnen Spalten aufgefallen ist.
man muss die halt tatsächlich ja komplett im Zusammenhang betrachten und entscheiden nicht, was braucht es, um Wissensmanagement sozusagen abbilden zu können im Unternehmen, sondern was spezifisch muss der Wissensmanager abbilden können und was muss woanders sein. Wir gehen halt jetzt auch quasi den zweiten Schritt vor dem ersten, weil was auch Angelika gesagt hat, also ich brauche erstmal diese konkrete Rollenbeschreibung. Ja? Und das ist ja schon die erste große Herausforderung, weil ich glaube, viele von uns achten halt irgendwas im Kontext Wissensmanagement und das ist gar nicht so genau beschrieben. Was? Und wenn ich diese Rollenbeschreibung mal habe, dann ist das eigentlich, ich will es nicht sagen, eine leichte Übung, aber dann sind diese Unklarheiten zumindest beseitigt, weil ich weiß, wird von mir erwartet, in Sachen IT überhaupt tätig zu werden oder habe ich da überhaupt keine Karten in dem Spiel? Ja? Da würde ich gerne noch etwas dazu sagen. Sie haben völlig, also du, ich glaube, wir reden auch du hast natürlich völlig recht, aber wenn man jetzt in die Personalien, also Personalmanagement schaut, im Personalmanagement haben wir zwei ganz spezifische Geschichten. Wir haben einerseits die Funktionsbeschreibungen, die eigentlich organisationsweit sind, die also praktisch fürs gesamte Unternehmen sind, und dann haben wir die Ist-Profile der einzelnen Mitarbeiter. Und so eine Rolle, also wie zum Beispiel Business Manager, ist eigentlich auf dieser organisationalen Ebene. Und die Ausprägungen sind dann ganz unterschiedlich für die einzelnen Personen. Das muss man immer im Auge behalten, im Kopf behalten. Zu deiner Gewichtung noch eine ganz kleine Ergänzung. Ihr habt ja individuell Team-Visualisierung und ihr könnt ja auch Ist und Wunsch in dem letzten Jahr kaum übereinander legen. Ja. Ja, wir haben da was sogar vorbereitet. Also deswegen sind hier zwei Spalten. Das ist sozusagen das Soll-Profil und das ist das Ist-Profil. Das heißt, das ist auf die Organisation, das ist auf die, also so wie du gesagt hast, also wir haben jemanden, der bei der IT sehr viel weiter hinausgeht, und der kriegt dann halt die drei auf der individuellen Ebene. Aber eigentlich brauchen wir als Team, als Community-Unterstützer, brauchen wir eigentlich nur die zwei. Das ist auch ganz, ganz okay und ist ja super, wenn man jemanden hat, der über das hinausgeht. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema, die Kompetenzen müssen beobachtbar sein. Das ist ja eine sehr subjektive Sache irgendwie. Also gibt es einen Kriterienkatalog, also wo dann würde ich jetzt festmachen, hat jemand diese Kompetenz oder nicht, oder wer beobachtet es überhaupt? Also erstelle ich jetzt für mich so einen Kriterienkatalog und denke, ach naja, hier habe ich nur zwei und da habe ich eine drei, und dann frage ich meinen Kollegen und der sagt, oh nee, da bist du aber auf einer eins und da gibt es maximal eine zwei. Also wir sind von einem professionellen Assessment Center ausgegangen, wo also wirklich Assessoren und Assessorinnen sitzen, die dann anhand von dieser Beschreibung und anhand von bestimmten Aufgabenstellungen beobachten, ob sie diese Kompetenz beobachten können. Und die Kunst bei der Beschreibung ist das also, dass da wirklich etwas steht, was auch wirklich beobachtbar ist. Deswegen steht da nie nirgendwo, ich kann das oder ich. Und es steht also ganz konkret eine Handlung. Ich kann das nennen. Das heißt, ich kann den ganz konkret fragen, bitte nenne mir das und das. Das heißt also, das war so die Grundlage davon. Und aber natürlich kannst du das trotzdem verwenden, um dich untereinander also einzuschätzen, aber du musst dich an die Beschreibungen halten. Die sind wirklich so abgefasst, und wenn Nennen dasteht, dann ist auch Nennen gemeint. Das ist nicht nur gemeint, ja, ich kann das, sondern es ist gemeint, ja, dann bitte dann erzähl mir das, zeig mir das. Also es geht wirklich, dass ich diese Kompetenz also auch zeige. Ich weiß nicht, wie weit ihr das berücksichtigt habt. Wenn ich etwas beobachten kann, dann ist das ja eigentlich die Performance. Die Kompetenz ist ja was ich nicht sehen kann. Die kann ja auch potenziell sehr viel größer sein als das, was ich in diesem Moment beobachten kann, weil wir ja alle nicht jeden Tag gleich gut drauf sind. Also da, ich weiß nicht, ob ihr diese Unterscheidung auch vorgenommen habt, gedanklich in eurem Modell. Ja, wir hoffen da immer auf die Führungskräfte, weil die Führungskräfte ja normalerweise also ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beobachten und daher einen sehr großen Beobachtungszeitraum haben und das dann sehr gut einschätzen können. Das heißt, die Idee ist an und für sich entweder Assessment Center oder ein Mitarbeitergespräch, dass man ein wissensorientiertes Mitarbeitergespräch führt und eben diese Kompetenzen hier mitnimmt. Und Kompetenz ist ja mehr als Potenzial. Also eine schöne Definition für den Begriff Kompetenz ist ja situationsadäquates Handeln.
Also genau dieser Punkt, an dem ich mein Wissen auf die Straße bringe, das ist ja die Kompetenz. Also das Wissen kann sehr viel größer sein, aber was davon kann ich wirklich in Handlung umsetzen, das ist die Kompetenz und das macht es damit auch wiederum beobachtbar. Ja. Also das war wirklich so mit, fand ich jetzt das Härteste, dieses Ringen um Formulierungen. Wie formulieren wir die Kompetenz so, dass es beobachtbar ist, ohne abzugleiten in eine Aufgabenbeschreibung? Weil es soll bewusst keine Aufgabenbeschreibung sein. Ja, das ist nochmal was ganz anderes, die Aufgabenbeschreibung, die hinter der Rolle steht. Und die muss eigentlich davor da sein, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also ich finde den Katalog methodisch wunderbar aufbereitet. Ich würde das gerne anregen, dass wir es noch ausweiten auf Wissensarbeiter generell. Die Anzahl der Wissensarbeiter ist ja viel größer als die Anzahl der Wissensmanager. Und ich glaube, dass damit noch ein viel größeres sozusagen Wirkungsspektrum erreichen kann. Und ich glaube, dass wir da gar nicht mehr weit davon entfernt sind. Also ich glaube, dass wahrscheinlich 80% davon ohne schon drinsteckt. Wenn du darunter verstehst, quasi jeder Mitarbeiter in der Organisation leistet natürlich Wissensarbeit. Das steckt natürlich stark in dieser Stufe 1. Wenn ihr euch das mal anschaut, die Beschreibungen, das ist so diese Erwartungshaltung. Ich kann lernen, ich kann Werkzeuge anwenden, ich verstehe meine Prozesse, ich kann mit Informationen umgehen und man könnte natürlich das auch verstehen als eine dieser vielen Rollen, ja, und sagen, kann ich das vielleicht heute schon, also das fände ich eine tolle Sache, die ihr gerne mal ausprobieren könnt, kann ich heute den Wissensarbeiter, so wie ich den verstehe, mit dem Kompetenzkatalog schon abbilden oder fehlt da tatsächlich noch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Weil der Wissensmanager, das war ja für uns ja nur so ein Test, der erste Test für den Katalog. Ja. Und der Wissensarbeiter oder die Wissensarbeiterin ist eigentlich jeder Mitarbeiter im Unternehmen, jede Mitarbeiterin im Unternehmen. Und da ist halt dann die Frage, welche Kompetenzen braucht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, um das Thema Wissensmanagement also sozusagen zumindest mitzunehmen. Und vielleicht reicht da die Kompetenz Wissensorientierung. Maybe. Wissensorientierung vielleicht nicht. Aber der Hintergrund vielleicht, Entschuldige, wenn ich das noch kurz zu Ende führe. Der Hintergrund ist, wir haben in unserer Knowledge Management Academy, ich weiß nicht, wie viele Wissensmanagement-Ausbildungen hier anbieten, aber ich tue das schon seit fast 20 Jahren. Und wir haben gesagt, naja, es gibt ja die Schulungen Train the Trainer, weil wir sehr viele Wissen haben und dieses Wissen weitergeben wollen und sollen. Gut weitergeben können sollen. Aber Wissen weitergeben ist nur eine von vielen Tätigkeiten, die Experten durchführen. Da gibt es noch vieles andere, vom Suchen und Akquirieren und Verteilen und so weiter. Und wir haben dann ein Modul Train the Expert entwickelt. Was muss ein Experte alles tun können, von Finden bis zum Teilen, bis zum Bewahren, bis zum von mir aus auch Trainieren. Und ich denke, dass so ein Katalog hilfreich sein kann, für sich selbst zu bestimmen, wo stehe ich denn als Wissensarbeiter generell. Meistens sind wir Experten in ihrem Wissensarbeiter. Und ich glaube, dass das eine gute Grundlage ist, zu schauen, wo in den klassischen Tätigkeitsfeldern stehe ich jetzt, wo muss ich mich noch weiterentwickeln. Und das dann für Führungskräfte auch einsehbar und überprüfbar zu machen, falls man ausgesprochen wird. Ein ganz klein wenig war ich ja mit involviert. Der Gedanke war, bei Wissensarbeiter ist das Spektrum sehr groß. Wissensarbeiter ist auch der Mitarbeiter in der Produktion an dieser Maschine und der, der in der Forschung und Entwicklung arbeitet. Und dort ist natürlich das Profil für diese beiden Wissensarbeiter doch relativ unterschiedlich, auch die Ansprüche, die ich da dran stelle. Und deswegen halte ich das für schwierig, wenn man jetzt generell für Wissensarbeiter das machen würde, weil bei dem Wissensarbeiter hängt es wahrscheinlich dann auch davon ab, wo in dem Unternehmen, in welcher Branche, in welcher Tätigkeit ist er tätig und deswegen muss man da die Extrarolle dann definieren für sich, für sein Unternehmen, glaube ich. So, ich sage noch kurz was, also das ist jetzt die letzte Frage bitte und dann würde ich euch jetzt bitten, dass ihr jetzt überlegt, was nehmt ihr mit, damit wir das dann weisungsgemäß aufnehmen.
Als kurze Stellungnahme noch dazu. Also ich finde es toll, die Idee, dass das nicht nur als Testphase für was ist denn die Rolle der Wissensmanager, sondern dass es grundsätzlich für alle Arten von Wissen, wo man Wissen benötigt, angewendet werden soll. Und mir fiel da spontan ein, deshalb bin ich auch heute hier, das Thema Schulung und Kompetenzpraxisanleitung von neuen Mitarbeitern. Wie bewerte ich die Kompetenz? Dann muss ich natürlich das auch in einem Detail auch auf die Aufgaben runterbrechen, sonst mache ich das so ein bisschen allgemein und wo mache ich das aus? Und das beobachtbare Verhalten einer Praxisanleitung ist wirklich, kann der Mitarbeiter Vorrang 1, 2, 3 anwenden, also diese Verben, diese typischen Sachen aus der Pädagogik finden da Anwendung. Aber die Idee finde ich toll und ich überlege mir, ob ich das anwenden kann als Kompetenzprofil für neue Mitarbeiter. Das finde ich eine tolle Sache. Danke. Super, danke. Jetzt meine Bitte an euch, bitte überlegt, was ist euer. Was nehmt ihr mit? Ja, ich nehme vor allen Dingen mit, dass der Kompetenzkatalog sehr vielfältig ist und dass ich mir auf jeden Fall nochmal die einzelnen Kompetenzstufen anschaue. Ja, es gibt ja für fast alle Arten von Stellen gibt solche ähnlichen Beschreibungen, wo die Kompetenzen dargelegt werden. Für Wissensmanager in dem Sinn hat es diese Pflicht gegeben, daher glaube ich, wird es hilfreich sein. Generell ist es halt so, dass die Stellen- und Kompetenzbeschreibungen, auch wenn man sie sozusagen normiert, trotzdem in jedem Unternehmen immer ein bisschen anders sein werden. Ja, danke für den spannenden Einblick in so eine systematische Frage zu gehen, um sowas zu entwickeln. Mir rattert es gerade, wie ich das in unserem Unternehmen umsetzen kann hinsichtlich der Abgänge, also quasi Mitarbeiterstellen nachzubesetzen. Welche Kompetenzen müssen neue mitbringen und wie kann man sie auch schnell einarbeiten, wenn man schnell Sachen sichtbar machen kann? Ja, also ich finde es auch ein ganz spannendes Thema. Gerade mit dem Hintergrund, dass man oft im Unternehmen eine Stellenbeschreibung gar nicht hat, aber die Funktion im Unternehmen betitelt. Und jetzt den umgekehrten Fall ist aus diesem, oder mit dem Wissen, es gibt hier einen wunderbaren Kompetenzkatalog, sich vielleicht auch die eigene Stellenbeschreibung selbst zu kreieren, weil man weiß, welche Kompetenzen in einem Wissensmanager stecken sollte, ist für viele Unternehmen, glaube ich, nicht so transparent. Ja, also ich finde es toll, dass ihr euch dem Thema so konsequent angenommen habt und da so dran gearbeitet habt. Das fasziniert mich, dass da so ein toller Kompetenzkatalog jetzt draus geworden ist. Und ich denke, dass auch wie er, dass es eben für das eigene Profil toll ist, dass man das gut für sich eben anwenden kann, aber eben für die Führungskräfte. Das fand ich auch nochmal einen wichtigen Teil, dass es so ein gutes Tool ist für alle, die Leistung und Kompetenz beurteilen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein gutes Tool ist für das selbstgesteuerte Lernen, dass also jeder sich überlegen kann, wo stehe ich in diesem Kompetenzkatalog im Moment und wo möchte ich mich gerne noch weiterentwickeln und anhand dieser Taxonomie oder dieser Kompetenzstufen kann ich dann eben auch mir gezielt rauspicken, was ist mein nächstes Lernprojekt, wo möchte ich mich hinentwickeln, also auch dafür finde ich es eine großartige Grundlage. Ja, gar nicht so sehr zum Event oder zum Kompetenzkatalog. Mein Schlüsselerlebnis war, Stufe 2 ist ausreichend für die allermeisten Rollen. Vielen Dank für die realistische Einschätzung. Ich stell mir vor, nämlich zwei Fragen, vorher und nachher. Erstens, ich glaube, dass es schon notwendig sein wird, also man muss wirklich die komplette Bandbreite, die wir jetzt hier in der Vorstellung gesehen haben, kennen, um dann auch wirklich eine gute Beurteilung über sich selbst oder über andere vornehmen zu können. Und der zweite Punkt, der ist teilweise schon kurz angesprochen worden, ich glaube, dass das ziemlich heftige Auswirkungen haben wird auf die Themenbereiche Personalentwicklung, Karrierestufen, Honorierungsmodelle, wie weit kann ich das für mich granular in meiner Abteilung durchführen, ohne meinen Personaler darüber zu informieren oder meinen Chef oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Arbeit, die hier zusammengestellt wurde. Ich bin aber, was die nachfolgenden Fragen angeht, ein bisschen kritisch eingestellt. Danke für das coole Tool. Als Qualitätsmanager ist Messen für mich wichtig. Die Beobachtbarkeit ist ganz ein wichtiger Teil dieses Katalogs. Danke dafür.
ja, wir werden beginnen. Super. Noch dazu, wenn man bedenkt, also ich erlebe das bei uns so, Wissensmanagement ist ein Soft Skill, wird sehr flach gehalten, der Fall. Und mit diesem Katalog kann man wirklich mal gerade heraushören, was Sache ist. Danke. Ja, ich werde es wahrscheinlich im Januar in den Praxistest einbringen. Wir haben bei uns Bereiche, die interdisziplinär zusammengesetzt sind, die aber alle als Multiplikatoren wirken sollen in einem gewissen Aufgabengebiet und die sich immer fragen, welche Kompetenzen benötige ich dafür. Und wir haben einen Workshop, den haben wir auch schon für Januar terminiert und im Vorfeld sozusagen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir das einsetzen werden. Ja, ich komme ja aus der öffentlichen Verwaltung, da sind Stellenbeschreibungen, Funktionsbeschreibungen, Anforderungsprofile ja Standard sozusagen, aber ich finde es jetzt hier nochmal ganz gut aufgelistet, um auch zu sagen, was, also weil Wissensmanagement in der öffentlichen Verwaltung ist entweder im Stab angesiedelt oder ganz unten sozusagen und es hat immer was mit Bezahlung und Karriere zu tun und aber was ich auch total schön finde, man kann in den Beurteilungen dann auch viel davon ableiten, ne? Also auch nochmal und ich finde es wirklich wunderbar transparent und klar, es ist sehr hilfreich. Danke. Also ich finde das auch hilfreich, ich würde das aber jetzt nicht als Zertifizierung oder sowas sehen, also so eine Korsett, muss ich persönlich sagen, lehne ich auch ein bisschen so ab, also ich komme nämlich nicht aus dem Qualitätsmanagement, aber ich denke, das ist hilfreich, um da mal Klarheit zu schaffen. Ich sehe aber auch das Problem, dass man in einem Unternehmen eigentlich ganz andere Bewertungstools auch noch hat, die offiziell sind, an die man sich als Führungskraft auch halten muss. Und was ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, also dass ihr das so toll entwickelt habt und zusammengetragen habt, aber ich würde trotzdem auch vorschlagen, so einen, den Kreis ein bisschen größer zu machen. Das ist ja euer Vorschlag, aber vielleicht ist es ja auch so gedacht, dass man das dann ergänzt und auch selber für sein Unternehmen genau, oder für seine Rolle, genau, dann verstehe ich das denn so als Diktat sozusagen, da würde ich sagen, oh, das würde ich jetzt nicht so empfinden. Also, aber dann ist das wirklich eine ganz tolle Grundlage, um darauf für sich selber oder für sein Umfeld das weiterzuentwickeln. Danke. Ich sehe das als Meilenstein im deutschsprachigen Wissensmanagement, weil es das einfach so noch nicht gab, aber es ist notwendig, um unsere Arbeit machbar zu machen. Ich werde es auf jeden Fall einsetzen in meiner Lehrveranstaltung, Masterstudierende angewandtes Wissensmanagement. Und noch ein Gedanke über diese Verständigung hinaus, die das ermöglicht, zeigt es auch Firmen, wenn man das strategisch rüberbringt, dass das ja nicht nur nützlich fürs Wissensmanagement ist. Damit gewinnen auch alle anderen, oder ja, das ist vielleicht jetzt zu hypothetisch, aber viele anderen Bereiche an Kompetenz. Auch von mir vielen Dank für die Vorstellung des Katalogs und ich freue mich sehr darüber, weil ich so in meine Rolle als Wissensmanagerin total reingerutscht bin und jetzt einfach mal auch mit diesem Katalog mit meiner Chefin darüber sprechen kann, was ich eigentlich mache, was ich machen soll, was ich dazu können soll, welche Fortbildung mir vielleicht noch fehlen. Also ich gebe das hier gerade als überaus hilfreich. Also mich treibt es schon sehr lange um, diese eigentlich die beiden Perspektiven, die ihr gerade miteinander genannt habt. Es gibt eine ISO-Norm zu Wissensmanagement. Wissensmanagement ist zertifizierbar. In den meisten Unternehmen ist Wissensmanagement historisch gewachsen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und es ist eine für mich zwingende Ergänzung zu einer zertifizierfähigen ISO-Norm, auch einen Kompetenzkatalog zu haben, der auch zertifizierbar wäre. Oder zumindest eine Grundlage für eine Zertifizierung schaffen würde. Weil sonst macht das keinen Sinn. Ich kann nicht Wissensmanagement zertifizieren und keinen Kompetenzkatalog haben für Leute, die ja das dann irgendwann im Unternehmen auch umsetzen sollen. Ja, vielen Dank auch. Ich fand das super vorstrukturiert und sehr klar so in der Gedankenführung. Ich bin Mitglied in einem Verband für Online-Bildung und wir sind auch daran, solche Kompetenzprofile für verschiedene Lern-Online-Bildungsberufe zu erarbeiten. Ich glaube, ich werde mich noch mal melden. Ich sehe auf jeden Fall, dass das viel Arbeit wird. Ja, ich finde das fantastisch für uns, um zu sehen, wo wir stehen und wo wollen wir hin, also Orientierung, das Kompass.
Und ich finde es auch wunderbar, das wurde auch, glaube ich, schon gesagt, dass die Sichtbarkeit von diesen Aufgaben so erhöht, dass es dass die Verankerung im Unternehmen auch erleichtert. Das finde ich sehr wichtig. Also ich nehme für mich mit, dass wir nochmal unsere Rollen klarer definieren sollten. Ja, ganz am Ende ist schwer zu sagen, was noch nicht gesagt wurde, aber nochmal Ergänzung um Wissensarbeit auf der einen Seite und was jetzt mich noch mehr in den Vordergrund rückt vielleicht, ist die Frage, was für Anforderungen oder für Kompetenzanforderungen definieren wir denn für die Führungskräfte? Weil Wissensziele vereinbaren mit den Mitarbeitern, das erfordert auch Kompetenz und ich glaube, da mal jetzt ganz besonders. Also wir haben ja drei Kompetenzgruppen, ja. Wir können natürlich eine Gruppe ergänzen, wenn es nötig ist. Richtig, also für Führungskräfte würde ich da bitte hineinreklamieren. Also ich wollte zu den zwei Personen noch was sagen. Da gab es eine lange Vorgeschichte dazu, nämlich ein deutlich größeres Team aus der GFWM, die das Kompetenzprofil Wissensmanage versucht hat zu entwickeln. Das war auch auf der Webseite online gewesen. Und dann bei den Kommentaren, was er alles noch bedacht, beendet und sonst was werden würde, hat sich dann die Gruppe zusammengedampft auf die beiden, die hier sind, quasi diese Ergebnisse dann zusammengefasst haben, damit eingebaut haben und das zu einem entsprechenden Ende gebracht haben. Und dieses Kompetenzprofil hat eine Geschichte in der GFWM, die wahrscheinlich 10, 12, 15 Jahre zurückweist und die genau aus diesen ganzen Diskussionen dann immer wieder gescheitert sind, nie zu einem Ergebnis geführt haben. Und deswegen finde ich die Arbeit so toll. Abgesehen davon, ob wir jetzt Dutzende Leute noch immer eine Kleinigkeit finden, die da fehlt. Das ist jetzt erstmal was da ist, worauf man aufbauen kann und was wir vorher 15 Jahre nicht hingekriegt haben. Und deswegen finde ich das eine klasse Leistung. Ich hatte es ja vor kurzem gerade schon gesagt, ich wollte nochmal zusammenfassen, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für dieses Modell als Stellenbeschreibung für auch Kompetenzprüfungen anderer Berufsgruppen und ich ergänze das hier, mein Vorschlag wäre noch, ein Profil ist toll, aber es gibt auch noch einen weiteren Kompetenzbegriff der Entscheidungskompetenz. Und die könnte vielleicht dann noch berücksichtigt werden, ob ich das, was in dem Kompetenzprofil so dargelegt, auch umsetzen kann oder muss ich dann wieder eine höhere Kompetenzstufe abfragen. Das wäre jetzt meine Anregung. Ja, ich sage auch vielen Dank für das Kompetenzprofil, dass ihr das erstellt habt. Mein Impuls, den ich heute mitnehme, ist, dass ich mir das mal genauer angucken werde, weil am Anfang nicht dabei. Auch die Idee, die Erweiterung auf Wissensarbeiter allgemein, also Experten, nennen wir das gerade bei uns, finde ich auch gut. Da werde ich es auch mal angucken und prüfen, denn so ein Expertenprofil, da gucken wir auch gerade nach, wie wir das beschreiben können. Dirk hat das gemacht, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen für die tollen Fragen, Ergänzungen und so weiter. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr das eine oder andere Beispiel. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr die eine oder andere, das andere Beispiel also in der GFM, also auf die Webseite der GFM hinaufladen könnt. Wenn ihr Anregungen habt, Erweiterungen oder Verbesserungen, bitte jederzeit gerne. Das ist jetzt die Version 1.0.